Hallo nochmal zusammen. Zwar gab es beim letzten Tutorial bei einigen Usern ein paar kleine Probleme. Also mit der Installation der Mods. Da kam es dann zu ID-Konflikten, was aber nicht am Modpack liegt, sondern daran an Windows 7, dass es falsch eingestellt ist oder sogar eine Firewall oder ein Virenscanner die Zugriffe ja nicht zulässt. Beim Überschreiben der ganzen Daten werden einfach gewisse Daten nicht überschrieben, da Windows 7 die blockiert. Und dadurch kommt es dann zu den ID-Konflikten. Also das Pack funktioniert einwandfrei, nur eben es liegt an Windows 7, dass einige Config-Daten nicht überschrieben werden. So, ja, ich werde jetzt in diesem Video das nochmal anders installieren, damit es auch diese Leute installieren können. Damit das wirklich jeder installieren kann. So, ja, ihr seht wieder ein neues Minecraft, ein leeres, 1.3.2. Wir schließen das. So, wir gehen dann wieder ins Forum, in moddingworld-ls.de. Wie auch im vorigen Video registrieren. Danach runter in den Minecraft-Bereich. Einfach auf das Bild klicken, geht auch. Dann unter Downloads. Hier unter Singleplayer Tutorial und hier findet ihr das Modpack. Einfach draufklicken, darin ist der Download-Link, dann könnt ihr es runterladen. So, wenn ihr es runtergeladen habt, dann entpackt es einmal und ihr erhaltet diese Datei hier. Darin findet sich ein Punkt, also ein Char-Ordner, ein Minecraft-Ordner, Mods und eine Minecraft-Char. So, wir öffnen jetzt unseren Punkt Minecraft Ordner, wo wir das Minecraft 1.3.2 installiert haben. Bei mir schaut das Ganze anders aus, weil ich ein anderes Programm nutze. Wir gehen in den Bin Ordner und löschen die Minecraft Jar. Danach öffnen wir wieder Bin hier und kopieren diese Minecraft Jar drüben rein. So, wenn wir jetzt Minecraft starten, sehen wir, wir haben die 1.2.5. Wichtig ist, dass ihr auch immer Minecraft dann startet, wenn ich hier starte, also das Tutorial 1 zu 1 nachmache. So, sehen 1.2.5, wir können es verschließen. Als nächstes klicken wir mit Rechtsklick und öffnen die Datei mit WinZip oder WinRAR, je nachdem, was ihr habt. So, wenn wir sie geöffnet haben, ist es wichtig, dass wir zuerst den Meta-Inf-Ordner löschen. Dann gehen wir wieder in die Datei, die ihr heruntergeladen habt, in den Char-Ordner. Ich mache bewusst jetzt kein neues Modpack, damit die Leute, die es schon runtergeladen haben, nicht neu runterladen müssen. Wichtig ist nur, dass ihr die Installation jetzt anders macht. Nicht wie in anderen, sondern wir fangen an eben mit dem Modloader. Und die Reihenfolge ist auch sehr wichtig. Den ziehen wir hier rein und sagen ja, alles überschreiben und kopieren. Dasselbe machen wir auch mit dem Modloader MP. Hier rein, ja. Dasselbe noch mit der Forge. Da drücken wir STRGA, um alles zu markieren. Ziehen es auch rein, drücken auch ja. Gehen wir zurück. Jetzt starten wir Minecraft mal zwischendurch neu. Damit die neuen Files und Config-Dateien erstellt werden. So, jetzt sehen wir schon, wir haben die Forge installiert und zwei Mods. Die Mods sind eben Minecraft Forge und Modloader MP, weil am Modloader wird er nicht selbst als Mod angezeigt. Er kann sich ja nicht selbst laden. So, dann beenden wir wieder Minecraft. Hier öffnen wir wieder die Punkt Minecraft Jar. Danach fangen wir weiter an mit dem Audio-Mod. Das war falsch. So, ja. Danach den Code Chicken Core Client. Den noch ein. Ja. Und wir starten wieder Minecraft neu. Also das ist sehr wichtig für die Leute, die es nicht installieren haben können, wo ein ID-Konflikt kommt oder ein Crash. Es ist sehr wichtig, dass die es öfters neu starten, damit die ganzen Dateien erstellt werden. Wie gesagt, das liegt nicht am Pack, sondern es liegt
meist an Windows 7 und den Einstellungen oder an einer Firewall oder sogar an einem Virenscanner, der einen Zugriff auf die .Minecraft-Ordner verbietet. Ein bekannter Fehler unter Windows 7. So, danach NEI. Auch ein. Zurück und wir starten wieder neu. Ich weiß, das ist sehr lästig, aber nur so kann man die Fehler umgehen. So, wenn wir jetzt dann eine Welt erstellen, das ist der Zwecke. Müssten wir sehen, dass alles funktioniert. Wir können auch Sachen reinschieben. Wir können das Spiel wieder beenden. Als nächstes kommt die Datei rein. Die Datei ist dafür, dass ihr euer Inventar nach dem Sterben behaltet. Wer das nicht will, einfach nicht reinziehen. Ein Computerkraftsensor kommt auch rein. Torrent Mode kommt auch rein. Dann die Client-Version. Das sind Daten von verschiedenen Mods. Welche da genau dahinter stecken, weiß ich nicht. Optifine, wer es will, kann es auch installieren. Wer nicht, natürlich nicht. Oder andere Versionen, je nachdem. Das müsst ihr euch selber anschauen. Wir haben jetzt alle Dateien von der Char reingepackt. Dann können wir die Datei wieder schließen. Wir starten jetzt nochmal Minecraft. Jetzt wird Minecraft einen Fehler zeigen oder crashen, je nachdem. Also bei mir zeigt es dann ein weißes Bild an. Wenn bei euch schwarz ist oder so, egal, einfach wieder Minecraft schließen. Diese Fehlermeldung ist gewollt. Wir gehen jetzt in den Minecraft-Ordner. Ach ja, hier sind wir ja schon in dem Punkt Minecraft-Ordner. So, wir machen jetzt folgendes. Wir löschen den Config-Ordner. Einfach löschen. Wir löschen den Mods-Ordner. Wir löschen den Ressourcen-Ordner. Ne, den Ressourcen-Ordner nicht, passt schon, den lassen wir. Also den Config-Ordner und den Mods-Ordner löschen wir. Danach gehen wir eben wieder auf unser Back und kopieren diesen Mods-Ordner. Einfach mit Rechtsklick kopieren. Hier rein, da wo wir ihn gelöscht haben, hier einfügen. Das ist sehr wichtig, dass ihr den Vorrat zuerst löscht. So, danach ziehen wir das ein wenig rüber hier. So und das. So. Öffnen wir hintergrund den Ordner, damit man das besser sieht. So. Jetzt haben wir den Mods-Ordner hier rein kopiert. Wo ist er? Hier unten, genau. Jetzt gehen wir auf den Minecraft-Ordner. Jetzt ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir hier die Config-Dateien nicht mehr drin haben. Das ist ja wichtig, denn daran lag das Problem, dass er gewisse Config-Dateien mit diesen Ordner, mit diesen Config-Dateien, die hier schon bereits waren, nicht überschreiben konnte. Daher kommt es auch zu diesen ID-Konflikten. Wenn wir die Config-Dateien dem Mods-Ordner gelöscht haben, den Mods-Ordner neu reinkopiert haben, können wir die ganzen Daten von dem Minecraft-Ordner einfach kopieren, hier reinfügen. Jetzt fragt er uns, ob wir die Dateien von Ressourcen-Ordner überschreiben wollen. Ja, wir wollen es. Achtet darauf, dass ihr wirklich, dass er es macht und keine Fehlermeldung kommt. Sollte eine Fehlermeldung kommen, dass er es nicht überschreiben kann, müsst ihr einfach die Datei New Sound von Ressourcenordner in diesen Ressourcenordner reinkopieren. So, und das war's eigentlich auch wieder schon. Wir starten jetzt Minecraft nochmal neu. Und das müsste auch bei den Leuten funktionieren, bei denen ein ID-Konflikt stattfand oder bei denen es gecrashed ist. Was noch der Fehler sein kann, dass ihr bei Minecraft zu wenig Arbeitsspeicher habt. Am besten startet ihr Minecraft mit 1,5 bis 2 GB Arbeitsspeicher. Alles was mehr ist, führt wieder zu Problemen. Egal was die anderen sagen, glaubt mir, wenn ihr Minecraft 4 GB Arbeitsspeicher zuweist, habt ihr nur Probleme. Idealwert 1,5 bis 2 GB für dieses Modpack. Ich spiele Singleplayer selbst nur mit 2 GB Arbeitsspeicher.
So, ihr seht, wir haben 77 Modes installiert, es funktioniert, keine ID-Konflikte, ich habe dasselbe Pack genutzt, was ihr habt, könnt es ja nochmal vergleichen. Also, es lag nur an der Installation, also beziehungsweise an Windows 7. Ich habe Windows 7 ein wenig anders konfiguriert, dass ich vollkommene Rechte habe, ohne Einschränkungen. Auch mein Virenprogramm und Firewall ist richtig konfiguriert. Darum gibt es bei mir keine Probleme. Ich dachte ja nicht, dass es bei anderen anders sein könnte, da ich ja es nur bei mir installiert habe. So, ja, die Welt müssen wir natürlich löschen. Und wir generieren eine neue. Und ja, siehe da, okay, das packt jetzt rum, weil ich mit Camtasia Studio aufnehme. Siehe da, wir haben alle Mods installiert. Also wie gesagt, es liegt nicht am Modpack, sondern es liegt an der Installationsweise oder am Windows 7. Ja, hier unten seht ihr im Chat, dass MetaMOS eine neue Version raus hat. Bei mir funktioniert die neue Version nicht, deswegen habe ich sie auch nicht installiert. Wer will, kann das gerne machen. Ist ja jedem selbst überlassen. Man kann auch noch Singleplayer-Commands rein installieren und andere Mods. Aber das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass wenn ihr die ganzen Mods installiert haben wollt, dass ihr es genauso macht, wie ich es im Video gemacht habe. Nichts anders macht. Minecraft immer dann startet, wenn ich es starte. Die Fehlermeldung, was gekommen ist, einfach dann ignoriert. Und Minecraft schließt und weitermacht. Und auch wichtig, dass ihr alles Schritt für Schritt gleich macht wie ich. Dann funktioniert es. Mit diesem Tutorial bin ich die Fehlermeldung umgangen, wo die ID-Konflikte stattfinden. Da wir einfach die Ordner gelöscht haben, da brauchen wir die Dateien nicht mehr ersetzen, die Config-Dateien und die Mod-Dateien, sondern wir kopieren sie einfach neu rein. Neu kopieren lässt Windows 7 zu, ersetzen gibt es immer Probleme. So, ja, das war's und viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder im Forum. Einige haben sich ja schon angemeldet, freut mich, dass einige schon hier sind und ich denke, wir haben dann viel Spaß zusammen. Bis